Und willkommen zurück bei Diablo Nr. 2. Wir haben gerade an sich Tristram ausgeräumt in der letzten Folge und werden uns jetzt mal die böse Gräfin vornehmen. So, zum Dunkelwald. Der ist jetzt wirklich dunkel, muss ich mal zugeben. Und hier auch schon zu Ende, das ist ein bisschen schade. Ach hier, wir machen noch die Gruppe Platz. Hallo. Ja, ich will euer Blut sehen. Und euer Gold. Den Smarag nehme ich auch schon mit, den Schlüssel auch. Hier habt ihr noch sowas wie Raben. Du hältst mal die Schnauze. Hier ist ein bisschen Gold. Du bist auch mal ruhig. So. Und eine Blutjägerin. Okay, das muss jetzt nochmal sein, allein wegen der Erfahrungspunkte. Wisst ihr schon, muss mal irgendwie was getan werden. Eine Tage. Na, nehmen wir die auch nochmal mit. Obwohl ich eigentlich in die Abdo weniger Geldprobleme hatte, als man das eigentlich so erwarten könnte. Hoppala. Hey. Hallo Haus. Nix drinne. Hallo Stein. Eine gute Badige. Na klasse. So, wir gehen also vom Dunkelwald in das Schwarzmoor. Truhe, Beschützer, ein schwacher Mana-Trank brauchen wir alles nicht. Hallo Schwarzmoor. Wer seid ihr denn? Gold. Ja. Na, blasen wir gleich mal zum Angriff auf die große Hütte hier. Der Schamane ist tot. Da liegt ein bisschen Gold rum, das sammle ich mal ein. Das ist schon voll Stadtportals. Ach ja. Ein Schamanenhaus mit gleich einem Schamanenlager daneben ist auch witzig. Ich stelle mich mal hier so mitten rein. Da ist nur noch so eine Truppe von Kasperköpfen angekommen. Wir haben einen Stufenaufstieg. Hä? Wer schmeißt den hier mit Blitz? Und warum liegt den Juwel rum? Warte mal. Ganz ruhig. Erstickungsgas-Elixier. Dann. Wir haben einen Rabenanstart. Könnt ihr auch mal ein bisschen Magie rummachen, aber bin ich gerade zu faul dafür. Ich stelle mich lieber hin und werde meinen Stufenaufstieg aus. So, Stärke, schick das. Und dann noch einen auf. Energie mal. So, wir haben das. Gestaltwandel mache ich nichts. Hier mache ich auch nichts weiter. Ich mache mal hier noch einen Raben. Aber eigentlich kann ich ja die Wölfe machen. Ein Wolf herbeirufen, der wütend wird, Leichen frisst und so. Okay, wir machen nochmal einen Raben. Können wir dann beim nächsten Level mehr Raben machen? Warte mal. Ne, es bleibt gleich bei 5 Raben erstmal. Dann mache ich 7 Schaden, das ist schon mal nicht schlecht. So, das Juwel nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Den Jagdbogen brauchen wir nicht. Dornenkeule, bla. Ich nehme ein paar Tränke mit, einfach nur so. Die Schriftrolle nehme ich noch mal mit. Und dann war es das schon. So, was sagt die Karte? Die Karte sagt, geh mal hier hoch. So. Ist natürlich schwierig, jetzt einen Charakter als quasi Magie-Tank hochzuziehen, aber das kriegen wir schon hin. Ich meine, eigentlich sind die Wölfe ja der Tank und ich bin nur der Haut drauf, Typi. Der zur Not auch nochmal ein bisschen mit reinwäschen kann. So. Das ist, nee, das ist nur ein normaler, schlechter Schaman. Ihr seid immer alle ruhig. Ist auch ruhig.
wieder Gold einsammeln, ey, echt. Jawohl. So. Ruhig. Also echt. Also das hier, Schrein des Füllens, den brauchen wir nicht. Der füllt halt unser Mana und Leben wieder auf. Und zwar so ziemlich komplett. Ich guck mal kurz in die Hütte rein, aber in der Hütte wird wenig sein. So. Hallo Hütte. Na, wie geht's? Oh, hier ist sogar eine Truhe drin mit nix. Klasse. So. Hallo ihr Burschen. Ich glaube, das sind wirklich hier Schlechter. Ja, sie bezeichnen eigentlich alle diese kleinen Viecher als Schlechter. Genauso wie ich eigentlich alle wankelmütigen Gestalten als Zombies bezeichne. Weil eigentlich ist ja das gleiche Grundmodell. So, tote Jägerin, die hat nix. Die hat schon ein bisschen mehr. Oh, hier ist schon der Turm. Okay. In den Turm gehen wir dann irgendwann später mal rein. Gold, 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 Gold. Mein Gold. Feuerwiderstand. Ja, wir können jetzt so einen Schrein aktivieren. Und dann haben wir 75% Feuerwiderstand. Das heißt, die können uns mit ihren Feuerbällen mal ordentlich, ne? Das Gesäß polieren. Ein guter Konservierter Kopf. Also mein Lieblingsgegenstand, den man eigentlich öfters findet, ist der gute kleine Schild. Ein guter kleiner Schild. So. Hallo, ich will mit was spielen. Was geht denn mal haben? Oh. Euch, seid ruhig. Ich will Bossgegner. Eine Schriftrolle nehme ich mal mit. Mal gucken, ob ich irgendwas hier habe zum Identifizieren. Ja, Totenbeschwörer spiele ich auch gerne. Hier haben wir ein Juwel. Also Juwele sind sowas wie Edelsteine. Die haben halt mehrere Effekte und keine Effekte, die ein Edelstein hat. Der hat zum Beispiel 2 zum maximalen Schaden und Giftwiderstand plus 7. Also der hat so magische Gegenstände-Effekte, so ein Juwel. Das ist dann, naja, manchmal sind die recht gut, aber manchmal sind die auch nicht so gut. Aber man kriegt immer irgendwie was anderes. Oh. Auf sie mit Gebrüll, meine Raben. Oder mit Gekrächze zu halten. So. Hallo, ich möchte ein bisschen Unterhaltung. Ich will mal einen Bossgegner haben. Ich meine, ich hätte ja gleich auf Albtraum anfangen können. Da wären hier ein paar mehr Bossgegner gewesen, aber das muss nicht unbedingt sein. Ah ja. Das ist auch ganz nett. Ein leckerer Wegpunkt. Hallo, Gegner. Was ist denn das für eine lahme Lümmelei? Ich will einen Gegner haben. Einen Gegner, sage ich. Keine Quatschkappe. Hier sind wieder solche Quatschkappe. Ui. Okay. Da haben wir was Schönes für unsere Tussi. Für unsere treue Begleiterin, tut mir leid. Einen gelben Jagdbogen. Das ist doch erstmal nicht schlecht. Also so ein Begleiter ist wirklich immer gut, wenn man den so ein bisschen komplementär dabei hat. Also so ein bisschen das Gegenteil von dem eigenen Charakter. Ein Topaz. Tralala. Gut, da haben wir hier das Schwarzmoor soweit erkundet. Seid alle mal ruhig. Was ist das hier? Eigentlich könnte ich immer die Karte ausmachen, die nervt ein bisschen. Gold, 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 Gold. Ich gucke nochmal ab und zu kurz drauf. Weil die zeigt dann doch manchmal Dinge an, die man so nicht gesehen hat. Die man aber ungern verpassen möchte. Schnauze. Kaputt.
Staffelfallschriftrolle, okay. Hier haben wir solche Leute. Sowas hier. Einen Baum, noch mehr Leute. Du noch, los, geh drauf. Und hier Gold. Eigentlich müsste es noch irgendeine Höhle geben, soweit ich weiß, oder? Die suche ich ja die ganze Zeit eigentlich. Was ist denn das hier? Werde ich immer fertig? Muss Papa wieder alles alleine machen. Okay, so. Du bist eher langweilig. Du bist auch doof. Na, geh weg. Ich gehe jetzt gleich in den Turm rein, wenn hier keine Höhle kommt. Hier muss doch irgendwo eine Höhle sein. Ach egal, gehe ich halt in den Turm rein. Wir finden vielleicht später nochmal die Höhle. So, Truhe. Und hier ist also der Turm der dunklen Gräfin. Naja, gehen wir mal reingucken. Ich kann riechen, warum dieser Turm verlassen wurde. Ah ja, vermutlich ist die Gasleitung defekt, das ist dann immer ungünstig. Habe ich vielleicht einen Heiltrank aufgesammelt? Okay, so. Ich habe leider auch keine Identifikationsschriftrolle dabei, weil die Tante könnte uns mit einem besseren Bogen mehr helfen. So, wir sind hier im Turm. Level 1. Oh, ich glaube, der Turm hat mindestens 5 Level oder so. Und hier haben wir Teuflische. Ah ja. Also irgendwelche schlechter Viecher. Ein Geist. Also Geister sind hier eher langweilig, aber späterhin können die noch gefährlich werden. Ups, da war ein Bossgegner. Weil die saugen einem das Mana ab und wenn man so ein magiebasierter Charakter ist, können die wirklich mies werden. Hallo. Anybody here? Waffenregal. Okay. Also ich meine, er hat zwar 5 Level, der Turm, aber jedes Level ist nicht wirklich groß. War ja klar. War auch klar. Scheiß Fässer, ey. Noch ein Geist. Mana Trank. Will ich nicht. Ich geh mal nach unten gucken. Hallo. 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 Geht schon wieder runter. Warte mal, da gucke ich nochmal kurz da oben in den Raum, ob da irgendwas ist. Aber ich vermute mal nicht. Außer ein paar Geister. Ruhe, die in Krummsäbeln. Ich bin überladen. Ach, weg. 9 Schlüssel. Ach, so, 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 so. Und nimm das Krummsäbel mit. Ja, ich glaube, vor der Gräfin müssen wir sowieso nochmal ein Stadtportal machen, weil wir haben viel zu viel Kramzeug im Inventar. Das ist ja nicht immer so gut. So, zum Turmkeller. Und weiter geht's. Nummer 2 sind wir schon. Mal gucken, wo die hier die Weinabteilung kommt. Hallo. Ah, hier haben sie schon das Kamin-Dingsbums angemacht. Sehr schön. Stell ich mal in die Mitte. Ja, ich bin der Dämonixi Großi Meisteri. Und das hier mal los machen. Ach, Dina. Ah ja. Ich mache doch nicht die Hände schmutzig. Ah, sie sind Level aufgestiegen. Das ist schön. Und mein Wolf geht gleich drauf. Seelefresser. Hui, der hat sogar fast einen gescheiten Namen. Nicht schlecht, nicht schlecht, der Gesangsverein. Und damit ist Seelefresser auch Geschichte. Mal gucken, was hat er denn? Eine Handaxt. Okay, ich würde sagen, ich mach... Ich kann nicht noch mehr tragen. Na, das geht ja wohl gar nicht. Ich mach mal hier ein Folgenpäuschen. Ich bin überladen. Weil ich überladen bin, auch schon, keine Ahnung, geistig, weil ich so viel gezockt habe. Nein, das stimmt gar nicht. Aber egal, Folgenpäuschen hier, dann nächste Folge einkaufen und weiter geht's. Und bis dahin erstmal tschüss.